Diese Törtchen werden großartig schmecken. Betty, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, vielen Dank, Bella. Ach, schau, das ist so hübsch. Ich liebe es. Ich werde es gleich anprobieren. Oh, es ist ein bisschen zu groß für mich. Trotzdem vielen Dank. Es war ein aufmerksames Geschenk. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, wie ich es passend machen kann. Hey, warte. Ich denke, ich kann. Bella, schau mal. Ich habe Sicherheitsnadeln und eine Schnur. Mit diesen zwei Dingen kann ich es schaffen. Ich drehe das Kleid einfach auf links und von hinten nach vorne. Und jetzt zu den Sicherheitsnadeln. Zeit, euren Job zu machen. Ich mache das Kleid enger, damit es mir passt und stecke es fest. Es ist wichtig, es auf beiden Seiten der Naht zu machen. Jetzt noch die Schnur durch die Nadeln fädeln. An einem Ende rein und an einem anderen wieder raus. Genauso. Und jetzt nur noch festziehen. Okay, Zeit ist wieder umzudrehen. Ja, es hat geklappt. Jetzt passt es wie angegossen. Wow, Betty, wie hast du das gemacht? Es sieht so schön an dir aus. Nichts so schön wie unsere Freundschaft. Bei manchen Mädchen dreht sich alles um Accessoires. Was ist ein Outfit ohne ein bisschen Glanz? Hallo Mädels. Wo ist denn all dein Bling? Bist du allergisch dagegen oder sowas? Also, das ist ein bisschen unangenehm. Ich habe keine lustigen Accessoires. Ja, da braucht man kein Detektiv zu sein, um das zu sehen. Aber vielleicht können wir helfen. Dank uns später. Haargummis? Aber meine Haare sind doch zusammengebunden. Die sind für dein Shirt, Dummerchen. Oh, jetzt verstehe ich. Willst du deinen Look ein bisschen aufpeppen? Heb dein Shirt hoch und knote es so zusammen. Sobald du das auf beiden Seiten gemacht hast, zieh es runter und steck es unter. Niedlich, oder? Das ist schön. Mann, das haben wir noch nie so getragen. Tja, und wer hat jetzt den Trend gesetzt? Selfie! Ich muss dieses Strahlen einfach einfangen. Tschüss! Jetzt kommen die Likes. Scheint das richtige Haus zu sein. Oh, das muss mein Paket sein. Bitte schön, Ihre Lieferung. Ja, ich liebe es, Pakete aufzumachen. Und das hier kommt aus Australien. Ich muss nur rankommen. Komm schon, Klebeband. Geh ab. Och, das bringt nichts. Oh, na klar. Ich nehme die Schere. Ha, geht doch. Das ist doch ein Kinderspiel. Ich schneide das ganze Klebeband auf. Na endlich. Jetzt geht's auf. Oh nein, die Schere hat meinen Mantel ruiniert. Nein, er ist völlig im Eimer. Was für ein Riesenmist. Aber vielleicht kann man ja doch noch was machen. Okay, ich ziehe ihn einfach mal an und sehe, wo wir stehen. Jetzt brauche ich wieder eine Schere. Ich schneide einfach da weiter, wo er schon kaputt ist. So, einmal ringsrum. Und jetzt kann ich das Unterteil als Rock anziehen. Mit den Knöpfen bleibt er an seinem Platz. Klasse, jetzt habe ich eine kleine Jacke und einen Rock. Wow, das sieht großartig aus. Davon muss ich ein Foto machen. Diese Selfies werden so viele Likes kriegen. Ja, dieses Foto schicke ich auf jeden Fall. Oh, ich hoffe, es gefällt ihr. Es gefällt ihr. Sie findet es cool. Juhu. Mal sehen. Oh, wow, das Outfit ist süß. Ich liebe es. Oh nein, das ist viel zu teuer. Ich sehe nochmal nach. Ja, ich bin sowas von pleite. Wie sieht es mit dem anderen aus? Mist, das ist zu wenig. Okay, dann lege ich selbst Hand an. Nope, nee, nein, auf gar keinen Fall. Oh, na also, das ist genau, wonach ich suche. Ach komm schon, seit wann ist da ein Loch drin? Das soll wohl ein Witz sein. Halt, ich weiß, was zu tun ist. Okay, ich habe meine löchrige Jeans und eine Schere. Zeit für ein Makeover. Ich schneide hier rein. Ich muss vorsichtig sein, damit die Naht gerade wird. Gut, dann drehe ich es und schneide hier entlang. Da ist das Loch. Ich schneide um das Loch herum. Perfekt,
Aus der Hose mit Loch wurde ein super süßes Top. Ich bin ein Genie. Wisst ihr was? Davon brauche ich ein Selfie. Anlegen jetzt, wo sie sauber ist. Ich will nicht, dass sie zerknittert. Ich möchte bei meinem Date nicht schlampig aussehen. Wo kommt das denn her? Oh, Brian, du bist so witzig. Danke, nimm meine Cola. Oh, Brian, du bist so gut im Lesen von Büchern. Sorry, Babe. Es muss aber sein. Ich werde einfach weiterziehen. Das ist nicht fair. Blöder Brian macht einfach mit mir Schluss. Ich hasse dieses Shirt, also Zeit ist zu zerschneiden. Jeder Schnitt der Schere ist wie ein Schnitt, den er an meinem Herzen hinterlassen hat. Dieser Arsch. Immer trägt er Kragen. Tja, jetzt schneide ich ihn ab. Ich entledige mich einfach der Ärmel und des Kragens, so wie er mich abserviert hat. Und ich raffe und nähe das Ende, so wie ich mein Herz repariert habe. Den unteren Teil des Shirts will ich nicht verschwenden. Okay, nächster Schritt, Sicherheitsnadel. Ich verbinde einfach beide Teile miteinander. Einmal komplett rundherum. Ha, das ist ziemlich gut geworden. Ich habe sein blödes Shirt genommen und es in ein so süßes Kleid verwandelt. Wow, ich bin wirklich beeindruckt von mir selbst. Ich brauche den blöden Brian nicht, wenn ich ein talentiertes und kluges Ich habe. Oh, er schreibt mir eine Nachricht. Upsi. Manchmal ist es ein ganz normaler Tag. Ach, der aber in Sekundenschnelle falsch abzweigt. Boah, das ist übel. Ja, super gemacht, Betty. Das Shirt ist brandneu. Mann, das soll doch wohl ein Witz sein. Ja, Hilfe ist unterwegs, Lilly. Halt das mal. Was mache ich denn jetzt? Ach. Ich habe keine Zeit, mich umzuziehen. Ach. Außer... Na, ich kann doch selbst was gestalten. Öffne den übergroßen Schal und wickle ihn um deine Taille. Benutze das Gummiband, um ihn zu fixieren. Achte darauf, dass er fest sitzt. Sobald alles fest sitzt, nimmst du die hinteren Ecken in beide Hände. Binde dann die Fransen um den Knoten. Wenn das erledigt ist, dreh das ganze Teil um. Streck jetzt deine Arme durch die Ärmel. Und einfach so hast du ein brandneues Oberteil. Ich gehe jetzt besser zum Unterricht. Alles klar, Betty und Bella werden heute Abend die Stadt rocken. Warte, warum bist du nicht angezogen? Ich habe nichts zum Anziehen. Bella, hör zu, ich habe da was für dich. Bleib genau hier. Okay, komm auf die Beine, nicht mehr lümmeln. Zieh das mal an. Oh, Betty, das ist so süß. Lila ist definitiv meine Farbe. Oh, aber diese blöden BH-Träger sind zu sehen. Weißt du was, Betty? Ich glaube, ich habe eine Idee. Bis später, BH. Ich brauch dich nicht. Ups, vielleicht doch. Weißt du was? Das bringt mich auf eine Idee. Dieser Sport-BH ist die Lösung. Ein Sport-BH? Auf keinen Fall, das ist nicht stylisch. Bella, du bist so kompliziert. Okay, gut. Schau, wir nehmen die Pads aus dem BH. Dann können sie ihre Arbeit machen. Verstehst du es jetzt? Oh, ich hab verstanden. Ich schiebe sie einfach rein. Perfekt, keine BH-Träger, aber alles ist bedeckt. Sieht gut aus, wir werden heute Abend eine tolle Zeit haben. Offene Haare, gute Entscheidung. Ach, endlich entspannen. Das habe ich mir verdient. Okay, ich ziehe lieber meinen Badeanzug an. Oh nein, mein Badeanzug, er ist total ruiniert. Mist. Diese Schokolade hatte ich total vergessen. Also, so kann ich den nicht anziehen. Was mache ich denn jetzt? Moment mal. Ich glaube, ich weiß, wie ich den Nachmittag rette. Okay, ich brauche diesen Stoff von meinem Hut. Gut, da haben wir doch eine Menge, womit man arbeiten kann. Als erstes wickle ich ihn um meine Taille. Super, sieht fast wie ein Rock aus. Süß. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich ziehe den Stoff durch meine Beine und unter dem Knoten durch.
Jetzt rolle ich den oberen Teil ein bisschen ein und benutze ihn, um am Rücken noch einen Knoten zu binden. Fertig! Und schon sitzt alles. Tada! Mein neuer Badeanzug. Und jetzt lege ich mich endlich in die Sonne. Und immer genug trinken. Wow! Was für ein hinreißender Badeanzug. Hey, hör auf, sie anzustarren. Komm schon. In der Tat, das muss ich zugeben. Oh, entschuldige, ich muss an den Schminktisch. Ich brauche nur etwas Puder. Diese Ohrringe sind perfekt. Darf die Brauen nicht vergessen. Haare sehen auch gut aus. Ich liebe dieses Parfum. Diese Strickjacke wird es sein. Alles klar, ich habe meine Handtasche. Oh nein, sie hat einen Riss an der Unterseite. Mein Pullover hat ein Loch in der Schulter. Was machen wir jetzt? Betty, denkst du, was ich denke? Ah, wir haben Mäuse. Verschwinde von hier, du Nagetier. Verscheuche sie, Bella. Ich hasse Mäuse. Puh, sie ist weg. Gott sei Dank. Aber unsere Sachen sind trotzdem ruiniert. Warte mal kurz. Lass mich deine Tasche sehen. Ich glaube, ich habe eine Lösung. Na gut, Pullover. Ich werde dich zerschneiden müssen. Sorry, aber ich muss dich direkt unterhalb des Ärmels abschneiden. Einmal ganz durch. Genau so. Ich klappe diese Kante nach unten und zücke die Klebepistole. Ich ziehe einfach eine Klebelinie von einer Seite zur anderen. Und jetzt gut andrücken, damit es schön fest ist. Okay, jetzt brauche ich die beschädigte Handtasche. Schau dir das an. Der Pullover passt perfekt um die Tasche. Ich werde hier nur ein wenig nachhelfen. Mit etwas mehr Kleber auf der Tasche. So bleibt der Pullover an Ort und Stelle und rutscht nicht runter. So geht's. Perfekt. Schau, Bella, der Pullover hat die Tasche repariert. Wow, das ist spektakulär und sieht super aus. Das ist so süß. Ich liebe es. Danke, Betty. Mhm, ja, das ist meine. Das ist meine Handtasche. Ja, aber ich habe sie mit meinem Pullover repariert. Gib sie zurück. Es ist Waschtag. Wie gut, dass ich nicht so viel waschen muss. Oh, meine Jeans. Die ist definitiv meine Lieblingshose. Und das war's. Nur eine kleine Waschladung. Los geht's. Das kann ja nicht lange dauern. Mal auf die Uhr schauen. Ich setze mich einfach so lang hier hin und warte. Wow, hier kann ich so viel lernen. Ja, ich warte nur, dass meine Wäsche fertig ist. Oh, sie ist fertig. Ich rufe sie später nochmal an. Okay, da ist mein Rock. Was? Was ist denn damit passiert? Er ist winzig. Nein, 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 das kann nicht wahr sein. Bitte nicht auch meine Lieblingsjeans. Puh, die sehen noch ganz okay aus. Ich probiere sie sicherheitshalber an. Komm schon, rein da. Das muss doch passen. Oh, vergiss es. Die muss auch eingelaufen sein. Meine Lieblingsjeans. Total ruiniert. Unfassbar. Mir so den Tag zu verderben. Blöde Hose. Ich habe ihr doch überhaupt nichts getan. Warte mal. Vielleicht kann man ja doch noch was machen. Ha, ich ziehe sie einfach rückwärts an. Ich ziehe sie auf beiden Beinen ein Stück hoch. Und dann ziehe ich sie einfach hoch. Ja, es funktioniert. Diese Hose habe ich überlistet. Tschüss, Rock. Die brauche ich nicht mehr. Ja, meine Lieblingsjeans hält noch eine Weile. Und sie sieht noch so gut aus wie vorher. Dann kann sie endlich losgehen. Oh, ich habe diese faulen Tage sowas von nötig. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren. Oh, mein Telefon. Der holt mich in 5 Minuten ab. Aber so kann ich doch nicht rausgehen. Mann, könnte ich noch schlimmer aussehen? Ist das sauber? Nee, ein klares Nein. Och. Und was ist mit den Sachen hier? Pink ist immer eine gute Farbe. Ja, ich glaube, ich habe einen Gewinner. Naja, bei näherer Betrachtung ist dieses Ding nicht schmeichelhaft. Das ist ja 2 Nummern zu groß.
aber es muss funktionieren. Och. Naja, rein damit. Wenigstens kann man jetzt meine Figur sehen. Ja, vielleicht zu viel davon. Ach, schau dir doch diesen Stoffwulst an. Boah, Mann. Vielleicht sollte ich was Neues ausprobieren. Kremple dein Shirt so hoch. Mach weiter, bis du ungefähr hier ankommst. Dann steck es vorsichtig ein. Keine Wulst mehr. Ja, das Bäuchlein ist schön glatt. Zeit, den Abend zu beginnen. Es ist windig und kalt draußen. Ich glaube, dass ich nicht passend für dieses Wetter gekleidet bin. Uff, es ist echt frisch draußen. Dieser Schal sollte das Problem lösen. Mist, ich habe ihn schlecht gewickelt. Ich mache es nochmal. Nein, so auch nicht. Ah, so geht es einfach nicht. Was soll ich machen? Hey Betty, warum bist du so trübselig? Wegen deines Schals? Gib ihn mir. Oh Betty, ich kann dir bei diesem Problem helfen. Okay, ich lege ihn dir um den Hals, dann ziehe ich eine Seite länger. Dann drehe ich es zweimal und wickle das lange Ende um deinen Hals. Jetzt kannst du das Ende einfach so einstecken. Oh, das ist so süß und stylisch. Vielen lieben Dank, Bella. Jetzt bin ich viel besser für das Wetter vorbereitet. Bah! Wie bereitet man sich auf fliegende Zeitungsblätter vor? Zum Glück hat es niemand gesehen. Der Lippenstift ist sehr schön. Hä? Oh, der Verkauf ist heute? Ich komme! Ja! Oh, das ist sogar besser, als ich mir vorgestellt hatte. Und alles ist herabgesetzt. Wow, das war der schnellste Ausverkauf, den ich je gesehen habe. Das gehört mir! Oh, das ist so unfair. Es gibt noch einen Artikel. Ja, der ist süß, denke ich. Och, na gut, ich probiere ihn mal an. Mal sehen, ob das passt. Ja, das Design ist ziemlich cool. Ach Mensch, das ist zwei Nummern zu groß. Da schwimme ich ja quasi drin. Ich brauche ein bisschen Unterstützung. Gibt's hier einen Gürtel? Oder diese Klammer? Ich nehme die nur für eine Sekunde. Das ist genau das, was ich brauche. Einfach auseinanderspreizen, den Stoff bündeln und die Klammer zum Sichern benutzen. Und jetzt passt es perfekt. Ich denke, ich lasse das gleich an. Jetzt brauche ich nur noch ein paar tolle Pumps. Bin ich ein Modegenie oder was? Danke für den tollen Ausverkauf. Behalte den Rest. Hey, hatte ich nicht eine Haarklammer? Das ist ja komisch. Bist du bereit für Yoga? Und Play. Ja, das sollte nicht allzu schwer sein, oder? Ja, jetzt wird's schon ein bisschen kniffliger. Aber wir sind ja absolute Profis. Vergiss das Atmen nicht. Strecke nun deinen Oberkörper. Mach ich das richtig? Und hoch geht's. Oh, dieses Shirt ist ziemlich locker. Komm schon, bleib doch oben. Boah, das kitzelt mein Gesicht. Alles in Ordnung, Betty? Ja, jedem das Seine. Das war's, das halte ich nicht mehr aus. Mann, das Shirt ist schrecklich. Aber vielleicht kann ich das beheben.
Nimm beide Enden und kreuze sie. Dann steck sie ineinander. Siehst du? Hey, was hast du denn mit deinem Shirt gemacht? Das sieht toll aus. Oh, die nächste Pose. Das ist eine geniale Optimierung. Finde jetzt deine Mitte. Bis zum nächsten Mal. Okay, die Mucke läuft und die Farbe steht bereit. Dann male ich mal los. Yeah, ich liebe diese Farbe. Das ist echt gut. Ich gehe mal hier hin. Oh, er ist nicht da. Jetzt muss ich ihm schreiben. Ich sitze hier und warte auf dich. Mann, ist das nervig. Hä? Was ist das? Oh nein, ist das etwa... Das ist Farbe. Nein, ist das zu fassen? Meine Hand ist jetzt voller Farbe. Halt! Oh nein, meine Hose. Ich sitze auf nasser Farbe. Das ist schrecklich. Wieso passiert mir das? Was mache ich jetzt? Kann ich sie abwischen? Zuerst versuche ich, meine Hand zu waschen. Oh, das geht nicht weg. Ob es wohl vom Stoff runtergeht? Oh, das geht nicht weg. Heute ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Yeah, das ist echt gut geworden. Voll krass. Hä? Wieso weint das Mädchen? Oh, ich habe Mitleid mit ihr. Sie heult wie ein Schlosshund. Oh, hey. Ich wette, ich kann dir weiterhelfen. Redest du mit mir? Du bist die einzige Person weit und breit. Komm mal her. Naja, ich habe nichts zu verlieren. Wow, wow, wow. Hör auf zu weinen. Hier, nimm das. Oh, je. Oh, sorry. Hier ist dein Taschentuch für dich. Nein, bleib fern von mir. Das hilft mir nicht weiter. Warte, warte, warte. Ich verspreche dir, dass ich helfen kann. Halt still. Ich verpasse deiner Hose etwas Farbe. Okay, dreh dich um. Danke, das sieht echt cool aus. Die Farbe sprühe ich an deinen Beinen entlang. An den Seiten kommt etwas Gelb hin. Das sieht toll aus. Mach die andere Seite auch. Yep, mehr Farbe. Überall kommt Farbe hin. Du meine Güte, das sieht toll aus. Das ist unglaublich. Das habe ich sehr gerne getan. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Hier, ich muss dich für deine Dienste bezahlen. Wow, vielen lieben Dank. Bye. Sie hat mir so viel Geld gegeben. Hey, sorry für die Verspätung. Wir können los. Oh, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Ja, wir müssen zuerst da lang. Komm mit. Oh, hey, da bist du ja wieder. Sieh mal, ich habe jetzt dein Schild. Einzigartige Designs. 10 Euro. Zeit, hier etwas sauber zu machen. Aber das ist echt harte Arbeit. Oh, eine Nachricht. Ich schaue besser gleich nach. Hey, Brian lädt mich zur Party ein. Oh, warte. Ich sehe schrecklich aus, wie Aschenputtel, als sie den Kamin schrubbte. So kann ich nicht gehen. Ich kann definitiv nicht zulassen, dass Brian mich so sieht. Ich wünschte, ich hätte eine gute Fee, die mich in eine Prinzessin verwandelt. Oder mich zumindest hübsch aussehen lässt. Oh, das war ein holpriger Flug. Hier ist die gute Fee. Oh, was ist mit dir passiert? Ich soll mit Brian auf eine Party gehen, aber ich sehe total schmutzig und eklig aus. Das ist in der Tat ein Problem. Aber ich kann dir helfen. Steh auf. Okay, aber bitte keine Mäuse ins Haus holen, auch wenn sie nähen können. Schritt 1. Die Handschuhe müssen weg. Mal sehen, was noch. Ah ja, deine Haare. Oh, das ist schon viel besser. Wir brauchen Kleidung, aber du hast ja gesagt, keine Mäuse. Oh, ups. Ich sagte keine Mäuse, du dummer Zauberstab. Keine Mäuse. Was ist gerade passiert und warum habe ich Lust auf Käse? Ach, mach dir deswegen keine Sorgen. Lass uns das versuchen. Das ist nicht wirklich mein Stil. Die Mäuse sind in der Regel diejenigen, die den Sinn für Mode haben. Komm schon, du verflixter Zauberstab. Enttäusch mich jetzt nicht. Der Zauberstab hat keine Magie mehr. Ich habe ihn zu sehr beansprucht, um dich zu verwandeln. Wie bitte? Du kannst mich nicht mehr verwandeln? Mach dir keine Sorgen, ich bring das in Ordnung. Ich knöpfe es einfach hier unten auf und stell dir das Ende hier oben rein. Jetzt wird dieses Ende umwickelt und wir können es festziehen. So ist es besser. Was denkst du? Ich finde, du bist die beste gute Fee, die es je gab.
Oh, gern geschehen, meine Liebe. Und jetzt viel Spaß auf der Party. Betty, warte. Ich komme ohne Magie nicht nach Hause. Ich schätze, ich bleibe eine Weile hier. Oh mein Gott, ich werde richtig müde. Zeit fürs Bett. Ah, kann's kaum erwarten zu schlafen. Hä? Ist das mein Handy? Wo ist es? Ach, da ist es ja. Okay, wer ruft an? Hallo? Hey, hey, ich bin auf einer Party und sie ist mega gut. Du solltest auch hierher kommen. Alle vermissen dich hier. Oh, ich bin zu müde. Moment. Oh mein Gott, wie konnte ich das bloß vergessen? Nein, heute ist der Tag der großen Party. Voll vergessen. Was soll ich anziehen? Oh, das sollte funktionieren. Okay, ich werfe einen Blick in den Spiegel aus meiner Handtasche. Hi, Penny. Ich hab's geschafft. Hi, Leute. Sorry für die Verspätung. Was zum Geier hast du da an? Oh, ist das etwa ihr Outfit für die Party? Das ist ihr Outfit? Oh je. Nein, meine Kamera darf so etwas nicht sehen. What? Ja, sorry, aber dein Outfit kannst du in die Tonne treten. Das ist zu brav. Du musst dir unbedingt etwas anderes anziehen. Kaum zu fassen, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Was mache ich bloß, um das wieder gerade zu biegen? Nein, keine der Schleifen hilft mir. Die sehen alle zu brav aus. Keine süßen Haarreife mehr. Oh, halt. Ich habe zwei Haarspangen. Yep. Damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Ich mache meine Zöpfe auf. Schon viel besser. Locker und flockig. Ran an die Arbeit. Bist du bereit, Haarklammer? Dann mal los. Ich ziehe meine Haare nach oben und befestige sie mit der Klammer. Dann drehe ich meine Haare um die Klammer. Genau so. Als nächstes muss ich die Haare auflockern. Nun stecke ich sie mit Haarnadeln fest, damit nichts verrutscht. So bleiben die Haare genau da, wo sie sein sollten. Jetzt fehlt natürlich noch die andere Seite. Und fertig. Der süße Haarreif ist von gestern. Hey, Penny, bin wieder da. Oh mein Gott, deine Frisur ist ja der absolute Knaller. Du siehst toll aus. Kaum zu fassen, dass du das gemacht hast. Wow, seht sie euch an. Ihre Haare sind der Wahnsinn. Oh, davon muss ich unbedingt ein Foto machen. Yeah, mach Fotos. Wir sehen toll aus. Ene, mene, mu. Meine Make-up-Tasche passt da sicherlich rein. Sollte das Teil nicht einen Boden haben? Ich schätze, dieser Rucksack ist aus dem Rennen. Aber ich muss meine Hände heute wirklich frei haben. Okay, oh, ich habe die allerbeste Idee. Verwandle deine Lieblingstasche in einen Rucksack. Hänge sie dir einfach um den Hals, stecke die Arme hindurch und wirf sie nach hinten. Oh, das sieht süß aus. Naja, mir hat diese Farbe sowieso besser gefallen. Ich hätte fast das Wichtigste vergessen. Ups. Wird Zeit, hier etwas sauber zu machen. Puh, aber das ist echt harte Arbeit. Oh, eine Nachricht. Ich schaue besser gleich nach. Hey, Brian lädt mich zur Party ein. Oh, warte. Ich sehe schrecklich aus, wie Aschenputtel, als sie den Kamin schrubbte. So kann ich nicht gehen. Ich kann definitiv nicht zulassen, dass Brian mich so sieht. Ich wünschte, ich hätte eine gute Fee, die mich in eine Prinzessin verwandelt. Oder mich zumindest hübsch aussehen lässt. Oh, das war ein holpriger Flug. Hier ist die gute Fee. Oh, was ist mit dir passiert? Ich soll mit Brian auf eine Party gehen, aber ich sehe total schmutzig und eklig aus. Das ist in der Tat ein Problem. Aber ich kann dir helfen. Steh auf. Okay, aber bitte keine Mäuse ins Haus holen, auch wenn sie nähen können. Schritt 1. Die Handschuhe müssen weg. Mal sehen, was noch. Ah ja, deine Haare. Oh, das ist schon viel besser. Wir brauchen Kleidung, aber du hast ja gesagt, keine Mäuse. Oh, ups. Ich sagte keine Mäuse, du dummer Zauberstab. Keine Mäuse. Was ist gerade passiert und warum habe ich Lust auf Käse? Ach, mach dir deswegen keine Sorgen. Lass uns das versuchen. Das ist nicht wirklich mein Stil. Die Mäuse sind in der Regel diejenigen, die den Sinn für Mode haben. Komm schon, du verflixter Zauberstab. Enttäusch mich jetzt nicht. Der Zauberstab hat keine Magie mehr. Ich habe ihn zu sehr beansprucht, um dich zu verwandeln. Wie bitte? Du kannst mich nicht mehr verwandeln? Mach dir keine Sorgen. Ich bringe das in Ordnung. Ich knöpfe es einfach hier unten auf und stecke das Ende hier oben rein. Jetzt wird dieses Ende umwickelt und wir können es festziehen.
So ist es besser. Was denkst du? Ich finde, du bist die beste gute Fee, die es je gab. Oh, gern geschehen, meine Liebe. Und jetzt viel Spaß auf der Party. Betty, warte. Ich komme ohne Magie nicht nach Hause. Ich schätze, ich bleibe eine Weile hier. Du sitzt zu Hause fest. Warum dann nicht ein bisschen online shoppen? Oh, wie schick sind die denn? Ui, aber schon ein bisschen teuer. Oh, das Lilan ist echt süß. Mal sehen. Och, wer hat denn überhaupt so viel Geld? Was dagegen, wenn ich hier bügel? Heute ist großer Waschtag. Ich brauche ein bisschen Kleingeld. Davon kann ich mir nicht mal einen Ärmel leisten. Was? Das hatte doch vorher keine Verfärbung. Ja, sieht aus wie die Arbeit von Bleichmittel. Mensch, was mache ich denn bloß? Aber warte eine Sekunde. Bettys Bleichmittel. Glaubst du, das könnte wie Batikfärbung aussehen? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Nimm ein farbenfrohes Kleidungsstück und dreh es dann mit einer Gabel ein. Spanne ein paar Gummis drumherum. Dann sprühst du ein bisschen Bleichmittel drauf. Nach ein paar Minuten wirst du sehen, wie sich die Dinge ändern. Schneide die Gummibänder ab und schau dir deine Kreation an. Wow, nicht schlecht. Keine langweiligen Sweatshirts mehr. Ja, warum ein Vermögen ausgeben, wenn du es selber machen kannst? Mit guter alter Bleiche. Ich krieg das Zeug nicht raus. Hey, ist das mein Bleichmittel? Dreh dich mal um. Boah, das sieht echt toll aus. Danke. Denkst du, das könnte helfen? Verrate uns in den Kommentaren, welche Kleiderhacks du schon ausprobiert hast. Und denk dran, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos.